Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Floßreise hier in der total überfluteten Welt von Raft. Und ja, wir haben ja gesagt, heute müssen wir noch mal ein bisschen sammeln hier. Und ich habe es heute mal nicht geschafft, was vorzubereiten. Aber ich wollte hier noch die eine Wand auf jeden Fall hinsetzen. So, die wollte ich auf jeden Fall noch fertig machen und dann lassen wir das aber so, ne? Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall reichlich Platz für Kisten. Den Forschungstisch brauchen wir eher selten, deswegen lasse ich den hier. Hier hinten wollte ich ja nochmal die Balken wegmachen. Nummer 1, 2, das heißt hier hinten, die können wir ja lassen. Jetzt brauchen wir doch eigentlich nur die wegmachen, ne? Nee! Ach, Manu! Ah, da, der da. Die Seite fehlt noch, okay. Dann machen wir das erstmal. Ah, und Nägel fehlen uns. Ach, ich hatte die Federnkiste noch irgendwie, die ich woanders hin tun wollte. Aber ja, jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir ein paar Nägel kriegen, ne? So, dass wir hier zumindest... Ach du Scheiße! Aie! Oh! Gut, dass es nur die eine Ziege war. Ich habe genau da ein Loch gemacht, wo meine Viecher sind. Na, tolle Wurst. THG, du willst einfach nicht bei uns bleiben, ne? So. Okay. Nein, wir wollen das nicht zumachen. So, bevor ich das jetzt ganz wegmache... Ja, das bleibt ja. Jetzt fehlen mir wieder Nägel. Oha, jetzt muss ich erstmal meine Ordnung wieder kennenlernen hier, ne? Hier sind noch zwei Nägel, aber kein Schrott drin, ne? Jetzt hatte ich hier die kleine Kiste. Die will ich ja noch hier hinsetzen. Er stand doch erst richtig. So, und hier kommen alle Federn rein. Sehr nett, sehr nett. Wir brauchen Essen. Haben wir was fertig? Haben wir was fertig? Aber kein Dings da, ne? Aber die hatte ich, glaube ich, hier drin. Zack. Ja, Pickup-Gemüsesuppe. Doch okay. Hervorragend. Haben wir Besuch? Nee, haben wir keinen Besuch. Jetzt haben wir Besuch. Trinken Sie einen Schluck. Nehmen Sie den Besuch in Empfang. Sehr schön. Wunderbar in Empfang genommen. Das nenne ich Gastfreundschaft. So, essen wir reine Suppe. Erstmal muss es reichen, ne? Oh, guck dir das an. Eine wahre Wonne, was hier wieder reinkommt. Was uns hier eingespült wird. Wunderbar. Was haben wir hier? Metallbarren. Warum habe ich da kein Erz mehr? Anscheinend möchte ich ja Metallbarren machen. So. Jetzt fehlten uns hier oben noch. Ach ja, Schrott. Wo haben wir denn den Schrott gebunkert? Palmblätter, ne? Hier haben wir den Schrott. Machen wir noch ein paar Nägel. Ja, Nägel brauchst du ja sowieso immer wieder, ne? Zack. Und. Ja, jetzt können wir diese Dinger hier weghacken, ne? Ja.
Ja, die äußeren lassen wir erstmal dran. Nein, das. Ja. Gut, ich hatte mich vorhin verzählt um eine Reihe. Aber so ist ja geil jetzt, ne? Perfekt nenne ich das doch. Bumm. Bumm. Ach, da war noch einer dran. Naja. Was soll's. Es war noch vom Probieren, ne? So. Jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr Platz. Jetzt muss man nur mit der Leiter noch mal gucken. Später mal. So. Hervor von ragend. So, jetzt muss ich mal gucken. Was brauchen wir denn für die Motörchen? Wir brauchen dafür eine Leiterplatte und 5 Metallbarren. Genau, darum mache ich Metallbarren. Und ich brauche nochmal 20 Planken mehr. Und die Plankenkiste war die hier nicht, sondern die hier, ne? Die war für Planken gedacht, ja. Hier haben wir noch so Spielzeugs. Hier ist leer und hier bleibt es ja so, ne? Ui. Danke. Ich glaube, die Planken kriegen wir wohl. Ja. So, sehr schön. Metallbarren sind in Arbeit. Wie viel waren es? 5 Stück, ne? Und dann für eine Leiterplatte brauche ich noch Kupfer, Plastik und Glibber. Ja, ja. Glibber, Kupfer, 2 Leiterplatten bauen schon mal. Oh, mir fehlt noch ein Kupferbarren, verdammt. Ach, guck mal, hier haben wir auch noch 4. Heißt, eine reicht. Cool, dann tausch mal das mit dem. Wenn die Jungs fertig sind. Dann hätten wir fast genug Planken. Aber auch nur fast. Aber ja, die haben wir ja gleich, ne? Heute startet auch für die, die es interessiert, der Diablo Beta Test oder die Diablo Beta ist jetzt raus. Ich bin ja eh nie so ein Diablo Freund gewesen, von daher mir jetzt nicht ganz so wichtig. Ist halt einfach nicht meine Art Spiel, ne? Ja, natürlich benötigt es Wasser, war mir doch klar. Wie sieht es batterietechnisch aus? Läuft noch. Da ist ein Floß. So. Warte mal, du hast doch hier. Zack. Nimm mal. Ein Pilz und eine Kokosnuss. Pilz, Coconut. Schade wirklich, dass man nicht so viel Pilze hat, ne? So, Kokosnuss und Rinder. Ach, guck mal hier, Beeren. Ach, Rüben. Mach mal gerade ein paar Rüben hier rein. Bring dich voll. Und Judas.
So, dann können Rüben rüber, Kartoffeln rüber. Ach, guck mal, eine Planke noch. Kupfer ist jetzt bestimmt fällig. Planken sind bestimmt da. Tö, auf jeden Fall. Guck mal, dann gehen wir hier nochmal gucken. Perfekt hier. In die vorderen, da kommt irgendwie nichts rein, aber das kommt bestimmt auch nochmal irgendwann. So, wir könnten zwei Motoren bauen. Das bringt uns zwar noch nichts, weil wir noch eine Leiterplatte hier herstellen müssen. Gut. Jetzt könnten wir zwei Motoren bauen. Ja, mach das schon mal. Aber wir brauchen noch ein paar Metallbarren jetzt. Für Verstärkung, ne? 6 Stück brauchen wir noch. 5 Stück noch mindestens, ne? Perfekt. So. Ja. Und dann kommen die. Ach ja, wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Das ist so eine kleine Insel. Ja, können wir hier noch mal was auffüllen? Nö. So, wir brauchen Hühner, Leute. Wir brauchen Hühner für Eier. Das heißt, wir bräuchten auch bald mal eine neue Insel. Guck mal hier. Die nehmen wir mal mit. Hier auch die Köpfe. So, dann können wir hier doch nochmal so eine Kiste hinmachen. Für so Krams. Erstmal eine große Kiste hinmachen, ne? Für kramseliges Zeugs hier. So was hier für Köpfe. Für Tand. Hier für so einen Hammer. Aber auch für den Schrott hier, ne? Und dann könnten wir uns doch mal den Recycler aufbauen, weißt du was? Die Katze, ne? Die will doch bestimmt hier ein bisschen abhängen, ne? Und uns winken. Ich habe 2 davon. Sausack. Schwupp, 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 schwupp. Eie. So, was kann jetzt raus? Oh Mann. Naja, haben wir ja eh. So. Die grillen wir uns mal eben so, dass man die Tonschalen nicht wiederbekommt, ne? Ist ein bisschen blöd gemacht, finde ich. So, guck mal. Und wenn die fertig sind, kommen die noch oben drauf. Ah! Wir brauchten eine große Insel mit dem Glück, dass wir Schwein haben, Huhn haben. Kommt. So, und ein Dacken nach darüber. So. Also, es sieht erstmal nicht nach
einem Reicher aus. Aber es kann ja da hinten noch weitergehen. Tut mir leid, aber mein Öhrchen juckt. So, dann können wir auch noch ein paar Planken mitnehmen, aber die haben wir gerade gar nicht so nötig. So, aber dann kann ich meine Idee verwirklichen, dass ich hier vorne noch eine Leiter dran mache, an die wir immer hüpfen können. Ja. Sehr gut, sehr gut. Da ist Lenkrad, das ist gerade. Guck mal, sind die auch schon wieder fertig? Krass. Krass, wie schnell die fertig sind. Ach, da hat er schon eine gesetzt. Guck dir den an. Oh, laut gemacht hier. Zu laut. So, beim nächsten Mal nehmen wir Kartoffeln wieder. Ja, liebes Viech. Es tut mir leid. Nicht ganz, aber ein bisschen. Und schmeiß nicht wieder die Hälfte raus hier, bitte. So, da müssen wir mal kurz hier einen Onker reinschmeißen. Sind wir jetzt gut dran hier? Ja, hervorragend, würde ich sagen. So, dann lass uns mal eben leer machen. Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Mal einmal wenigstens gucken. Nee, nee, ich wollte ja erstmal hier das ganze Spielzeugs mal wegpacken und das Zeugs. Dann haben wir noch eine von denen hier. Die kann hier mit dran. Da weiß ich aber noch nicht, was ich da rein tue. So, ich brauche eh noch ein bisschen Wasser. So. Perfekt. Platz genug. Oh yeah. Oh yeah. So, dann können wir noch mal gucken hier. Palmblätter. Weg, weg, weg. Auch schon wieder verdammt voll, ey. Gibt's doch gar nicht. So, die Motoren tue ich erstmal hier mit rein. So, da oben kommen Metall- und Kupferbarren noch rein. Und die Steine. Und die Nägel. Und dann nehmen wir hier die zwei Metallbarren raus, hauen nochmal zwei Erze rein. Und dann können wir die hier auch hier lassen. Planken raus. Zack. So, wo hatten wir jetzt Federn? Hier? Jo. Gut, und Schrott hatten wir hier nicht. Hier, ne? Ja. Gut. Ach, die Steinpfeile, die kamen doch auch von hier. Also, die kommen auch da mit rein. Der Glibber war hier oben noch mit drin. Durst hat er, Gude. So, dann geben wir nochmal dem und dem ein bisschen Wasser. Nehmen uns die beiden noch dazu. Zack, guten Hunger, guten Hunger. Die da platziert. Eine Milch. Eine Milch schnabuliert. GHG, ich brauche keine Milch. So, die können wir gleich trinken. Dann haben wir das. Okay. Dann sind wir doch eigentlich... Warte mal. Fast fit. Wollte nur wissen, was mich so eine Leiter hier kostet. Zwei Nägel, vier Planken. Okay. Drei Planken muss ich haben.
1, 2, 3. Und Nägel waren hier, ne? 2, ne? So. Dann lass mal checken hier. So, und dann war die Frage, ob das hier überhaupt geht, ne? Ah, das geht nicht. Mist. Kannst du also nicht davor setzen. Das ist doch schon mal doof, ne? Das heißt, um wieder drauf zu kommen, müssen wir schon wieder was verschwenden. Ha, ärgerlich. Naja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, warum kannst du denn nicht mal vernünftig springen hier? So, danke. Hier fehlen die Planken. Und schlubbern. Ja, wir machen eh nicht allzu lange. Heute den Rest machen wir morgen. Na, da fehlen auch Planken. Na klar. Jetzt, wenn man es eilig hat, ne, dann fehlt ihm wieder alles hier. Ja, machen wir das auch noch mal schnell. Aber dann haben wir bald genug Dings hier. Genügend Metalle, um hier die Motoren anzubringen. So, hier. Ich brauche gleich schon wieder neues Essen. Ne? Hier trinken geht schon los. Bis ich mal in eine Karemme komme, ne? Weil er nur fressen und saufen, nur fressen und saufen, der Junge, ne? Ja, nimm das Kunststoff auch noch mit. Und jetzt verpieseln wir uns hier aber, ehrlich. Ohne Flachs jetzt hier. Irgendwie alles sehr harmlos hier. 27 Pfeile sollen uns ja wohl reichen, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keinen Kreischer gibt. Aber wenn, dann machen wir den morgen. Ein Kamel, ich brauche einen Huhn, verdammt, ein Huhn. Gok, gok, gok. Goggeli, gok. Ist hier gar nichts? Das könnten Kreischer sein, ne? Da hinten ist auf jeden Fall ein Wildschwein, da ist die Partyhütte. Nö, das ist eine Möwe. Okay. Kein Kreischer? Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, ich kann gleich schon wieder zurückgehen. Ich sehe das schon. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir machen eh nicht so viel hier. Heute. Klar, wenn wir Wildschwein wegmachen können, dann machen wir Wildschwein weg. Aber meine allergrößte Hoffnung ist, dass es hier ein Huhn gibt. Und Leute, haut mal einen Namen raus für die anderen Tiere, ehrlich. Ja, ich hab's befürchtet. Dann gehen wir jetzt Wildschweine jagen, ne? Das rannte ja da vorne irgendwo rum. Was ja cool wäre, direkt hier am Wasser, ne?
Oh, was ist das denn Geiles? Ein Fass hier drin. Das muss ich natürlich mitnehmen. Das kann ich ja da nicht drin lassen, ne? Da ist noch eine Ziege. Ach, wenn hier schon die beiden Viecher sind. Ein Wildschwein? Ah, guck mal, wie viele Mangobäume hier sind, ey. Aber ich hab doch... Oder warst du das Wildschwein, das ich gesehen habe? Warst du ein Wildschwein? Ein ziegendes, ein meckerndes Wildschwein? Anscheinend. Sag mal, gibt es hier gar nichts? No Gefahr? No Dangerous? Ja, anscheinend nicht. Keine Wildschweine. Eine Höhle. Keine Kreischer. Was ist das für eine Insel hier, Alter? Definitiv kein Kreischer. Dann holen wir uns die Kiste da oben noch, denke ich. Ja, Platz haben wir. Ja. Jetzt. Kein Wildschwein, nix. Ist ja unglaublich. Aha. 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 Immer schön hier, Torero. Ole. Oder verschießen, verschießen. Ah, jetzt hat er mich. Ich war zu lahm. Komm her. Voll ins Gesicht. Das war gar nichts. Also doch, daneben war das. Das war auch noch nichts. Also getroffen, ja, aber immer noch nicht tot. Sag mal, wann fällst du mal tot um hier? Du blödes Viech. In den Arsch. In den Arsch schieße ich dir, du. Ich wusste doch, so ganz gefahrlos kann es ja wohl nicht sein. Aber gut. Gut, kein Kreischer trotzdem, ne? Ein bisschen Leder. Kein Wasser gebraucht, um den hier zu killen. 27, 0 Pfeile verloren. Es läuft, Leute, es läuft. Es läuft prima hier. Ich hasse es, wenn das passiert, ne? Wahrscheinlich noch ein zweites hier oder so. Yeah. Oh, Steak in Marmelade. Warte mal, das wollte ich mir mal eben einmal angucken. Ja, genau das Rezept ist mega. Das ist genau meins. Ist genau das jedes Mal, ey. Ananas. Ja, Mango und so, da müssen wir morgen noch machen. Aber hier ein paar leckere rote Beeren können wir schon mal mitnehmen. So, ja. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück zum Floß. Haben wir hier eine gute... Oh, wir haben gut geparkt, Leute. Guckt euch das an. Sehr schön. Vom Allerfeinsten hier. Ja, nice, oder? Die Insel machen wir uns morgen klar. Keine Frage.
Das wird unsere Insel hier werden. Ja. Ah, hier sind wir auch weit weg. Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir hier weit genug weg sind, aber ich glaube schon. Ich glaube schon. So, dann gehen wir noch gemeinsam hier Ananas einsammeln. Und aus Floß. Ach, definitiv sind wir weit genug weg. Ja, auf jeden Fall. Also von hier vielleicht nicht, aber bis hierhin. Aber ich habe keinen Huhn gesehen, ne? Deswegen sind wir eigentlich hier. Aber oh. Komm, spiel nochmal, spiel nochmal. Meins. Ein Biss kriegen wir, ne? Ja. Kein Biss ist noch besser. Badgy Badge. Hä? Ach so, das war Plastik. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal so weitergeht, dann abonniert ihn euch. Würde ich mich sehr darüber freuen, über diese Unterstützung. Und genauso würde ich mich über eure Kommentare freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.